Sinnloses Wissen, was ist das? Gibt es sinnloses Wissen? Also, weil wenn wir von Wissen reden, Wissen hat meistens, dieses Wort alleine, Wissen hat eine positive Konnotation, oder nicht? Wenn wir Wissen, von Wissen reden, ist meistens etwas Positives. Also es gibt auch etwas, wovor der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zuflucht sucht, und er bezeichnet das als Wissen, das nutzlos ist. Es gibt nutzloses Wissen. Nutzloses Wissen, wie zum Beispiel Wissen, das eigentlich erlernt wird, weil es einen praktischen Bezug hat. Hat was mit Umsetzung zu tun, aber es wird nur auf theoretischer Art und Weise gelernt, also nur für die Theorie. Obwohl es eigentlich ein Wissen ist, das nur für die Praxis gelernt wird, für die Umsetzung. Das ist nutzloses Wissen. Aber es gibt auch anderes nutzloses Wissen, das nennen die Gelehrten des Tafsir, sie nennen das Mubhamat al-Quran. Habt ihr schon was davon gehört? Mubhamat al-Quran. Mubhamat al-Quran, das sind Dinge, die im Koran nicht detailliert genannt worden sind, detaillos angeführt worden sind, weil die Details nicht von Belangen sind. Die Details sind nicht von Belangen, nicht vom Interesse des Zuhörers oder des Lesers. Das nennt man Mubhamat al-Quran, das ist so nicht wirklich sinnvolles Wissen. Also damit sollte man sich nicht, das sollte man nicht zu seinen Prioritäten zählen. Ein Beispiel dafür. Wie groß war das Schiff von Nuh? Aus welchem Holz war es gebaut? Wie viele Lebewesen waren darauf? Wie hieß der Hund von den sogenannten Ashabul Kahf? Das nennt man Mubhamat al-Quran. Und sowas wäre es vom Interesse des Lesers oder des Zuhörers, dann hätte der Koran das genannt. Aber der Koran hat das bewusst ausgelassen, weil es nicht vom Interesse ist. Yani, was soll ich damit anfangen, wenn ich weiß, aus welchem Holz es gebaut worden ist oder wie viel Nägel benutzt worden sind, um dieses Schiff zu bauen. Und das wird tatsächlich teilweise in diversen Büchern genannt. Das kommt aber dann meistens aus anderen, aus Fremdquellen, sage ich mal, aus fremden Quellen, wie den sogenannten Israeliat. Die Israeliat, das sind Berichte aus den Büchern der Ahlul Kitab. Die meisten Details über derartige Dinge kommen aus diesen Quellen.